Ein wunderschönes Hallo zu Through the Woods. Ja, ich freue mich. Mein Setup hat sich etwas verändert. Ich bin nicht mehr auf Akku angewiesen. Jetzt verhaspel ich mich gleich am Anfang. Ich bin nicht mehr auf Akku angewiesen. Das heißt, ich stehe nicht mehr so unter Strom, wenn ich das Spiel spiele. Zumindest nicht wegen äußeren Faktoren. Höchstens wegen dieser komischen Schreitante, der wir jetzt gleich auch wieder begegnen werden. Sounds like a cliche, Ja, ich weiß. but I thought monsters were just in books and movies, Ach so. in our dreams. But on the island, there were monsters everywhere. That blind creature, it almost killed me. The horrific thing in the cave. And Eric had taken my son. I wanted to hurt them all. I wanted to just. I wanted them to be scared. Does that make me a monster too? Ja, das haben wir jetzt beim letzten Mal schon gehört. Ich habe es jetzt einfach nochmal drin gelassen. Ich wollte jetzt nicht drüber quatschen. Es ist ein wenig unhöflich. Nein, sonst überlagert sich das so komisch. Wir sind beim letzten Mal links rumgegangen. Wir probieren es jetzt einfach mal rechts rum. Warum denn nicht? Vorteil von dem Akku, das kann ich vielleicht kurz sagen, ist auch, dass ich etwas länger am Stück aufnehmen kann. Also nicht im Akku, sondern dass ich jetzt keinen Akku mehr habe oder nicht mehr brauche. Und dann kann ich ein bisschen besser im Spielgeschehen drin bleiben. Davor was. Was flimmert denn da so komisch? Achso, soll ein Wasserfall sein, vermutlich. Davor war es tatsächlich so, dass ich vielleicht, ja, eine Folge aufnehmen konnte und danach musste ich dann wieder gucken, dass das irgendwie alles zusammenpasst. War ein wenig frickelig. So. Hier haben wir wieder so eine wunderschöne Tür. Noch höre ich keine Huldra oder irgendwas in der Richtung. Was ist denn das eigentlich? Ist das ein, schon so eine Art Wolfskopf, ne? Gut, so wie es aussieht, müssen wir da irgendwie hoch. Hier unten sind wir bis jetzt ziemlich safe. Was ja schon mal angenehm ist. Da. Wo ist er denn? Entweder kommen wir da weiter oder dann dort weiter. Das müssen wir dann gleich mal gucken. Ja. Fluss haben wir unten auch überquert, wenn ich mich recht entsinne. Sieht ein wenig komisch aus. Na gut, lassen wir das dann mal vor sich hin glitzern. Ich habe eigentlich gar keine Lust auf die Huldra. Die kann doch auf der anderen Seite bleiben. Wir sind doch an der vorbei. Warum muss die jetzt hier auch schon wieder sein? Mäh. Es ist erstaunlich ruhig. Also vielleicht kommt sie gleich um die Ecke geschossen. Hier irgendwo sind wir mal rüber, oder? Das über den Stein, aber irgendwo dann. Ja. Irgendwie so ein Baumstamm. Ja, ich glaube, hier geht es jetzt wieder los. Da ist sie. Hat sogar eine Hose an. Habe ich gerade gesehen. Aber jetzt rennt sie genau dahin, wo wir vermutlich auch hoch müssen. Oh, die habe ich gerade so wegbekommen, hey. Hui. Ich wollte nochmal schnell schauen, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Es sieht nicht danach aus. Boah. Die kommt halt auch über alles drüber gejumpt.
Das ist gerade gar nicht so gut, dass wir ihn nicht so weit sehen können. Jetzt schreit es wieder hier hinten irgendwo. Da. Hallo. Wie so eine Ratte irgendwie, so etwas Rattenhaftes hat die. Oh. Voll in den Busch gelaufen. Schön. Ich versuche jetzt... Oh, das war knapp. Ich versuche jetzt natürlich das Ganze ein bisschen zu moderieren. Andererseits muss ich auch auf die Geräusche hören, die die macht. Ich glaube, wir warten hier nochmal kurz. Die sind hier relativ safe. Von hinten wird sie nicht kommen. Rechts höre ich Fußstapfen. Hängt die irgendwo? Ah, da unten war es gerade. Ich hoffe, das ist nur eine jetzt. Die sind nämlich erstmal wieder weg. Und ich hoffe, das reicht, dass wir hier ein bisschen lang kommen. Schade, ich dachte gerade, da wäre ein Speicherstein. Entschuldigung. Jetzt höre ich sie wieder oben irgendwo. Scheint es nicht weiter zu gehen. Da. Kusch, kusch, kusch. Da leuchtet irgendwas. Das ist schon mal gut. Wie es scheint, geht die Huldra halt nirgendwo hin, wo Licht ist. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon safe sind. Es wirkt fast so. Nein. Ist doch gerade despawned. Nun gut, gehen wir mal zum Licht hin. Ich wollte gucken, ob es noch irgendwo so einen Speicherstein gibt oder irgendwas in der Richtung. Die ist ganz schön mutig dafür, dass er eigentlich keine Lampen mag. Und ich versuche jetzt weiterhin zu horchen, ob die auch hierher geht. Ich dachte jetzt, dass wir irgendwo auf den Fels hoch müssen, dann gleich zu den Hängebrücken kommen. Aber es sieht nicht danach aus. Können wir hier hochlaufen? Nein, nicht so richtig. Und ich wollte halt natürlich auch gucken, ob es irgendwo so ein Seitending gibt, wo dann irgendwo vielleicht wieder ein Collectible ist. Was halt ziemlich fies wäre an der Stelle, aber... Gerade dann wäre es ja interessant. Nun gut, haben wir die Huldra hinter uns gelassen. Wie es aussieht. Ich höre zumindest nichts mehr. Dann gehen wir mal hier weiter. Das sieht alles so schön aus hier. Es ist zwar dunkel und alles, aber es sieht trotzdem schön aus. Oh. Jawohl, ein Speicherstein. Und jetzt sind wir in Reitwind. Irgendwie so etwas. Sieht fast aus wie eine Harfe. Aber das wird es vermutlich nicht sein. Sehr gut, Speicherstein, das freut mich. Knack. Da drin ist Licht. Schauen wir mal, klopfen wir mal an. Nö, natürlich nicht, wir latschen gleich rein. Ach, moi. So schön ist das jetzt nicht. Hm. Aber den hier haben wir schon mal gesehen, ne? Also, da haben sie ein bisschen gespart und nicht noch verschiedene. Was war denn jetzt das? Ich war auf E gedrückt, auf einmal hat sie sich umgedreht. Vielleicht ist er da irgendwie über die Stufe gestolpert. Also was ich sagen wollte,
Da haben sie keine verschiedenen Leute genommen, sondern ähnliche Texturen. Und wir müssen wieder lesen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es vorlesen soll oder nicht. Probieren wir es mal. The screaming of the bitch. I can't stand it no longer. The sound carries so strangely up here in the hills. I hear her catching birds and calling for her long gone mate. Mourning the loss of her eyes. Okay, ich quatsch. Also ich krieg's einfach nicht hin. Weil ich gerade am Nachdenken war, wenn das diese Blind Creature ist, was ich mich auch gefragt hatte, warum sie dann Angst vor Licht hat. Ich meine, klar, blind bedeutet nicht gleich, dass man gar nichts mehr sieht. Aber ja, eher... merkwürdig, auf jeden Fall. Also, man ist ja dann... man ist auf jeden Fall eingeschränkt, was das Sehen angeht. Und... ja... keine Ahnung. Müssen wir jetzt nicht weiter ergründen. Lesen wir mal weiter. Ich lasse wieder die Zeit, in der ich auch lese. Dann könnt ihr es lesen. So. Habt ihr vermutlich schon fertig gelesen. Ja, also scheinbar haben Leute aus dem Ort versucht, gegen dieses Wesen vorzugehen, es irgendwie anzuzünden, aber haben es nicht ganz hinbekommen und so wie sich das angehört hat, hat diese Person scheinbar jemanden verloren und kam dann nicht mehr mit der Situation klar und wusste zuletzt auch nicht, wen er bedauern sollte. Diese Kreatur, die da irgendwie ja wegen ihrem verlorenen Augenlicht trauert oder sich selbst oder vielleicht sogar Eric, der eine schreckliche Aufgabe hat, wie ich da jetzt verstanden habe. Also klärt sich das Ganze immer noch nicht. Es werden immer neue Fragen aufgeworfen, wer dieser Eric ist, ob der wirklich nur ein schrecklicher Mensch ist, ob der das schreckliche Wassertat machen musste, um Schlimmeres zu verhindern. So hört sich's fast an. Fragen über Fragen. Da unten gab's nichts weiter. Nee, auch nichts zum Aufsammeln. Oh je, und ein nächster Zettel. Hui. Eric's tale. Eric told us tonight of the pact and the wall long ago. 'Tis said you could hear the terror of Ragnarok all around, even as our people were brought here to safety. The earth shook, huge structures of Asgard fell from the sky over by the mountain we now call Vagfjord. Fenrir killed Odin. Laid waste to nearly all the worlds, only we on Hodimis hold remained, led here by Odin's son Vidar. Die Namen habe ich jetzt sicherlich falsch ausgesprochen. Ragnarok fand ich witzig, weil es in der Metal-Szene immer wieder irgendwelche größeren und kleineren Festivals namens Ragnarok, Ragnarök und Pipapo gibt. Was ja eben passt mit der ganzen norwegischen Mythologie. Ja, also hier weiter weg von den großen Orten scheint Eric einen etwas anderen Status zu haben. Nicht mehr dieses grauenhafte Ungetüm, was Kinder verschleppt, sondern irgendwie eine Aufgabe zu bewältigen hat. Glücklich hat es die Leute dann hier trotzdem nicht getroffen. The dead lay restlessly there.
forgotten by everyone. When my father died, we buried him, and we mourned him. I told Espen he was in a better place, and to remember his grandfather as he was before he got sick. Mm. Who was mourning these people? Where were they remembered fondly? It seemed like the people on the island had been fighting to hold on for so long, then just let go. But I wasn't ready to let go. I wasn't ready to let Espen become a memory. Nanu? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das falsch verstanden habe, aber das hat sich gerade komisch angehört, mit dass Espen eine Erinnerung werden soll. Aber gut. Ich bin hier gerade die ganze Zeit versucht, überall hochzuklettern. Aber folgen wir einfach mal den Weg weiter. Scheinbar zu dem Haus, was da gerade eben noch geleuchtet hat. Ja. Auch merkwürdig, dass das alles noch an ist. Hier ist nichts weiter. Nanu. Das ist vermutlich nur Schnee, das leuchtet nicht. Das sah also leuchtend aus. Ja, gehen wir auch mal hier rein. Anklopfen brauchen wir ja nicht. Ist ja eh keiner da, den das stören könnte. Leider. Oje. Hier haben wir einen, der dann ein bisschen anders aussieht. Unten auch schon die weiblichen Erhängten. Oder Selbsterhängten. Für Selbsterhängt fehlt dann eigentlich noch so ein Stuhl oder Hockerlein. Naja. Villager Tales. The Brothers are trapped. One. Also lest das dann nochmal selber durch. Ich komme mit dem alten Englisch nicht ganz klar. Ja, sehr schön. Das bereitet uns scheinbar auf die nächsten Monster vor. Irgendwelche, so wie ich es verstanden habe, wolfartige Wesen, die groß sind, also so hochgebaut sind wie ausgewachsene Menschen und vom Blutduft angezogen wurden und wohl irgendwelche Markierungen leuchten im Dunkeln. So wie wir es ja bisher schon öfter hatten, also der Troll oder auch dieses Seeungeheuer, die dann irgendwas Leuchtendes hatten. Naja, hier unten ist nochmal ein Haus. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es lang geht. Theoretisch eher oben, wegen diesen Hängeleitern, Hängebrücken meine ich. Dann gucken wir hier dann nochmal schnell vorbei. Das war nämlich dann auch die Hütte, die wir von unten gesehen haben. Jetzt hier rum. Ah, da ist wieder so ein leuchtendes Männchen. Was auch immer die zu bedeuten hatten. Also, da gab es ja nichts zu sammeln oder anzuklicken. Hm. Also irgendwie einfach nur
Markierung für etwas, was wir nicht wissen, was es markiert. Vielleicht eine Sackgasse. Gut. Was uns in dem Häuschen erwartet, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sehe schon etwas nicht so Gutes. Vermutlich aber bleibt es bei einem neuen Zettel. Allerdings warten auf uns ja noch irgendwelche anderen Ungetüme. Vielen Dank fürs Schauen, euer Kaffaun.